In Duisburg sind die ersten Coronavirus-Verdachtsfälle gemeldet worden. Ein Ehepaar, das zuvor in Italien war, wurde ins evangelische Klinikum Niederrhein eingeliefert. Einer der beiden Ehepartner zeigt dabei leichte Symptome. Beide Patienten wurden sicherheitshalber isoliert. Mit dem Testergebnis wird spätestens am Freitagvormittag gerechnet. Sollte sich der Verdacht bestätigen, ermittelt das Gesundheitsamt der Stadt Duisburg weitere enge Kontaktpersonen und überwacht sie über 14 Tage auf Krankheitszeichen hin. Vor dem Hintergrund der auch in Duisburg anlaufenden Grippewelle empfiehlt das Gesundheitsamt, sich generell an grundlegende Hygieneregeln zu halten, um eine Verbreitung von Grippe oder möglicherweise eingeschleppten Coronaviren zu vermeiden. Dazu gehört beispielsweise Husten und Niesen in den Ärmel, das Händewaschen vor dem Essen und vor Gesichtskontakt sowie das Vermeiden von Händeschütteln. An der Universität Duisburg-Essen sollen ab diesem Jahr Geflüchtete zu Lehrern ausgebildet werden. Innerhalb eines Jahres lernen sie dabei alles, was sie für die Arbeit an deutschen Schulen wissen müssen. Das Projekt Lehrkräfte Plus soll gegen den Lehrermangel helfen. Wer sich für das Projekt bewirbt, muss ein paar Voraussetzungen erfüllen. Die Teilnehmer müssen zum Beispiel bereits in ihrer Heimat als Lehrer gearbeitet haben. Während der einjährigen Ausbildung bekommen sie dann unter anderem intensiven Deutschunterricht und müssen ein Praktikum an einer Schule machen. Das Projekt startet im August. Die Duisburger Polizei sucht Unbekannte, die am Mittwochabend auf dem Friedhof in Buchholz Mülltonnen angezündet haben. Nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler müssen die Täter die Mülltonnen im Eingangsbereich an der Sittardsberger Allee gegen 21.15 Uhr in Brand gesteckt haben. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Feuer löschen. Verletzt wurde niemand. Allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Hinweise zu den Brandstiftern nimmt die Polizei telefonisch entgegen. Wegen Gleisbauarbeiten der Duisburger Verkehrsgesellschaft kommt es auf der Straßenbahnlinie U79 zu Schienenersatzverkehr. Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Haltestellen Grunewald und Düsseldorf-Wittlar. Auf dem gesperrten Abschnitt fahren von Samstag, den 29. Februar, bis Montag, den 2. März, Busse statt Bahnen. Diese halten in der Regel in Höhe der Stadtbahnhaltestellen am rechten Rand der Fahrbahn oder an einer Ersatzhaltestelle in der Nähe. Die Duisburger Polizei sucht einen Dieb im Hasenkostüm. Der verkleidete Mann soll aus einem Geschäft in Hamborn 25 Feuerzeuge im Wert von insgesamt 1.000 Euro gestohlen haben. Laut der Polizei fiel der kostümierte Dieb einer Zeugin am Donnerstagmorgen um 4 Uhr an der Rathausstraße auf. Als die Frau sich nach wenigen Metern noch einmal umdrehte, sah sie die eingeschlagene Scheibe des Geschäfts. Der verkleidete Dieb war da bereits geflohen. Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Unbekannten. Die Ermittler nehmen Hinweise zu dem Mann im Hasenkostüm telefonisch entgegen. Die Stadt Duisburg sucht Bewerber für ihren Nachhaltigkeitspreis. Der wird im Rahmen von Duisburg Nachhaltig 2020 für außergewöhnliches Engagement auf dem Gebiet des Umwelt-, Klima- und Naturschutzes verliehen. Der Preis wird als Urkunde vergeben und umfasst einen Gesamtwert von 3.000 Euro. Informationen und Bewerbungsbedingungen gibt es im Internet. Bewerbungen müssen bis zum 27. April beim Umweltamt der Stadt Duisburg eingereicht werden. Der Zoo Duisburg freut sich über die ersten Neuankömmlinge bei den Erdmännchen. Zwei Weibchen sind jetzt von Halle in den Duisburger Tierpark gezogen. Zwei Männchen sollen ihnen bald folgen. Der Zoo wartet derzeit noch auf ihre Ankunft. Zusammen sollen die vier den Grundstein für die neue Erdmännchengruppe legen. Mit Dauerregen ging es heute in Duisburg durch den Donnerstag. Morgen klingt die Woche etwas freundlicher aus. Der Freitag bringt tagsüber einen Sonne-Wolken-Mix mit, ab dem späten Nachmittag droht dann aber wieder Regen. Dazu gibt es Höchstwerte von 8 Grad. Das Wochenende startet am Samstag unbeständig. Der Himmel ist meist bedeckt, immer wieder kommen leichte Schauer runter. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 5 und 12 Grad. Der Sonntag startet noch mit Sonne, später übernehmen aber die Wolken, die gegen Nachmittag auch wieder vermehrt Regen mit sich bringen. Die Werte klettern auf maximal 9 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenter in Neumühl.
Vorsicht, liebe Autofahrer, achten Sie auf Ihre Geschwindigkeit. Die Duisburger Ordnungshüter blitzen morgen wieder fleißig und zwar unter anderem auf der Schützenstraße in Obermarxloh und auf der Franzstraße in Hochheide. Außerdem behindern vielerorts Baustellen die freie Fahrt. In Düssern ist die Bechemstraße voll gesperrt. Grund ist ein Fahrbahneinbruch im Bereich der Kanaltrasse. Der Teilabschnitt ab Königsberger Allee bzw. Ottilienplatz ist als Sackgasse für Anlieger bis zur Baustelle ausgeschildert. Die Arbeiten sollen bis zum 6. März abgeschlossen sein. Und in Beek wird auf der Friedhofstraße am Kanal gearbeitet. Es erfolgt eine Vollsperrung in Abschnitten zwischen der Werntgenstraße bis zur Straße im Rönsbergshof. Die Arbeiten werden voraussichtlich im August 2020 abgeschlossen. Studio 47 wünscht eine angenehme und staufreie Fahrt.